Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahmerunde von Sea of Thieves mit meiner Wenigkeit, dem Rain Man und dem ersten Mart, dem Deckschrubber höchstpersönlich, dem rothaarigen Gunikorn. Hallo Gunikorn. Der Deckschrubber höchstpersönlich? Wie bitte? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Mein Captain, ich bin sowas von bereit und ich freue mich auf weitere Abenteuer mit unserer kleinen Spielunke hier oben. Wollen wir kurz einen Grog saufen? Nee, wir haben jetzt keine Zeit zum Grog saufen. Wir müssen. Okay. Also eigentlich, ganz ehrlich, habe ich als Pirat immer Zeit zum Grog saufen. Aber okay. Als Pirat nicht, aber im Privatleben schon. Captain, im Privatleben? Mann. Obwohl, ich habe ja kein Privatleben. Stimmt ja. Rain Man. Moment, vom armseligen Bukobetz? Nein, ich muss noch eine Hühnchenmission holen. Okay, wir starten ja jetzt wieder von Neuem, was das Inventar und so weiter angelangt. Aber es geht ja darum, dass wir ein rotes Hühnchen oder so müssen wir holen. Ich muss kurz mit der Kauffrau reden, dann kann ich dir das gleich sagen. Wie du da geil rumspringst, das macht richtig Freude. Eine dingliche Bestellung des armseligen Mr. Bradshaw. Woher kenne ich diesen Namen? Bradshaw. Das kenne ich auch, kommt mir bekannt vor. Carrie Bradshaw, aber ist das nicht Sex in the City, ja. Oh mein Gott. Ist ja klar, dass du das wieder weißt. Eine schrille Bestellung des armseligen Mr. Grove. Ja, Mr. Grove. Münzen werden gezählt, ja, es kostet nichts, also sollte es nicht allzu viel. Wenn ich dir etwas sagen darf. Jo. Diese Person, mit der du da gesprochen hast. Mildred. Wer war das? Ist das die Händlerin? Ja, die könnte also deine Schwester sein. What? Ah, du meinst von der Frisur, ja. Ja, die sieht also wirklich 1:1 fast so aus wie du, Captain. Okay, ich habe gestern übrigens mit deinem Bruder, Prinz Harry, gesprochen. kannst du hier mal abstimmen kurz? Wow. So, jetzt lass mal gucken. Wow. Das war aber wow. Was für eine Granate schon zu Beginn. Oh, also, wow. Okay. Bis 7 Uhr am 14. Übrigens, wir Idioten, wir haben hier eine Uhr. Die zeigt uns, es ist der 8. Also, heute ist der 8. Uhr? Ja, das haben wir am letzten Mal nicht ganz auf die Reihe gekriegt. Oh, nicht der Kompass, ne? Ne, Uhr. Nee, richtig. Also, wir brauchen ein weiß gefiedertes Huhn und ein rot geflecktes Huhn. Da steht das Datum drauf. Wir Idioten. Es ist aber auch total unrealistisch, dass auf einer Uhr ein Datum steht. Ja, natürlich. Also hätte man jetzt echt nicht drauf kommen können. Wir schippern mal geradeaus, würde ich sagen. Okay, oder ich gebe mal Kommando, wie du... Muss ich hochkommen und alles lichten und so weiter? Könntest du mal die... Segel einholen, Segel setzen. Danke, Flora Risa, für die Tipps. Könntest du mal die Kanonen noch nachladen dann? Und wie auf immer jeden Fall. Fünf Planken auf Mann nehmen. Fünf Planken, mal kurz schauen, ob ich das habe. Habe ich natürlich. Ich puste mal die Laternen aus und dann können wir eigentlich losfahren, ja. Ich setze den Anker mal hoch. Es ist eigentlich ziemlich geradeaus. Ziemlich geradeaus. Verstanden, Captain. Ist nicht gerade die Seemannsart zu sagen, wo es hingeht, aber dann weiß ich wenigstens wohin. Mein Captain, der erste Mart, versteht auch Rainmanisch. Ach, da bist du aber einer von wenigen, mein Freund. Das kannst du aber laut sagen. Das versteht teilweise nicht mal ich. Wieso fahren wir denn schon los? Ja, wir düsen. Kannst du das lassen? Jauseplättchen. Im Jauseplättchen? Weißt du, was das ist? Jauseplättchen? Das ist so was zum Essen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, also als wir in Österreich in den Ferien waren, gab es immer Jause. Das ist so zwischen Mittagessen und Nachtessen gibt es da so ein Plättchen, ne? Jauseplättchen. Jauseplättchen. Alles weiß. Ja, faszinierend. Hast du das auch auf der Captain School gelernt? Ja. Okay. Natürlich. Natürlich. So, ich habe mal einfach die Insel da vorne angegeben. Vielleicht hat es da Hühner, wie wir ja wissen. Wir haben das letzte Mal gegoogelt. Hühner hat es einfach irgendwo.
Cap, also, wieso stehst du da vorne auf dem Mast rum? Wenn du mir ins Wasser fällst, kann der erste Mast, der kann da nicht wenden. Dahin müssen wir. Okay, okay. Habe ich natürlich verstanden. So eine Galeons. Aber ordentlich raue See hier, nicht wahr? Ja, ich habe schon wieder Angst, dass irgendein Tier kommt und uns frisst, weil Wolken hat es hier eigentlich keine. Ach, bisher haben wir erst ein kleines Fischi gesehen, also... Ein kleines Fischi, sagt er. Mach mal nicht ins Höschen hier. Ich habe ja keine. Du hast ja keine. Da findest du lustig, ne? Captain Raymond, der Hosenlose. Immer schön auf die Betonung des S achten. Wie bitte? Hosen, ja, mich. Also, ist ja egal jetzt, komm. Hey man, sei kein Frosch. Was hast du denn für eine Spaßflachse rausgehauen? Ich nehme noch einen Schluck Grog aus der Pulle. Warte, ich durfte nicht Grog saufen und du nimmst einen Schluck aus der Pulle? Mann. Okay, genau, hier war ich. Muss ich Anker setzen oder so? Vorderes Segel einholen. Alles klar, aye, Captain. Bisschen wird schneller, wenn es geht. Geht nicht schneller. Okay, danach gleich Anker setzen. Alles klar. Oder lichten. Oder Kerzen. Anker gesetzt. Ich setze uns gleich hin, dass wir wieder zurückfließen können. Haben wir Wasser drin? Zur Sicherheit, wir haben Wasser drin. Nee, haben wir nicht. Nee, das war perfekte Landung hier. Oh, das ist mich veroldepiepeln, ha? Und hier soll es jetzt so rote... Hast du irgendeine Beschreibung oder so, wie die aussehen? Ja, auf dem Zettel, die hast du auch, by the way. Ach, by the way, hat er gesagt. Oh. Der Captain hat auf der Captainsschule so richtig viel gelernt. Ein weißgefedertes Huhn und ein rot geflecktes Huhn. Alles klar. Ja, bei den Farben kommst du ins Spiel, ja. Ich fange einfach alles, was ist cool ist. Natürlich, schon klar. Ist schon klar. Bananchen. Oh, ich habe 5 Bananen mitgenommen, ich Idiot. Die bringe ich gleich nochmal zurück. Ich könnte mein Männchen brauchen, jawohl. Okay. Jetzt hat's für dich noch eines, ne? Ja. Es sieht nach einer sehr kleinen Insel aus. Jetzt aber mal eine Frage. Wenn wir dieses Huhn, müssen wir das absäbeln? Nein. Oder müssen wir das... Auf gar keinen Fall, mein Freund. Ja, und wie soll ich das... Ach, beim letzten Mal hatten wir doch so komische Käfige. Ja, genau. Jetzt müssen wir zuerst solche Käfige suchen und dann... Hier oben hat es noch Bananchen übrigens. Bananchen? Ja. Ich klicke immer zuerst die leeren an. Ich bin ein Held. Da wären die Hühner! Da wären sie! Was? Da gibt's doch nicht beide! Da wären beide! Okay, Mann, das gibt's doch jetzt nicht! Dann hat es hier sicher irgendwo auch einen Käfig. Da hat's ein rot geflecktes! Das wäre ja jetzt zu lustig. Da liegt noch ein Bananchen am Boden. Das gibt's doch jetzt nicht wieder. Oh, ich hab da noch eine. Nimm dem Gegner mit dieser Kugel wortwörtlich, Entschuldigung, den Wind aus den Segeln. Ja, dann die sind immer gut. Was ist das denn? Lass die Gegner schrecklich humpeln. Was für eine Bewegung mit einer Kanonenkugel wohl noch als recht glimpflichen Ausgang gelten dürfte. Nehme ich mit. Also, ich habe keine... Mein Freund, wo sind diese Ställe? Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Wir müssen unbedingt diese Insel markiert lassen, weil hier sind diese Hühner vorhanden. Okay, wir müssen... Kurz. Ja. Mein Nachbar in der oberen Wohnung schreit gerade, als wäre da ziemlich was am Abgehen. Wie bitte? Ja, du weißt ja, ich habe einen Nachbar oben und das war gerade ziemlich laut. Ich habe, der Nachbar hier in der Piratenbucht. Hier weiß man das nicht. Ich glaube, das ist schon okay, sonst kommt er sicher runter. Easy, ja. Also, hier hat das zwar Hühner. Ich sag nur eins, 50 Shades of Grey. Ja, wer weiß. Sei ihm vergönnt. Hier sind also die Hühner. Apropos, 50 Shades of Rot. Lass uns mal auf der nächsten Insel diese Stelle suchen. Weißt du noch, das letzte Mal, das ist mir eben aufgefallen, wir waren ja zweimal auf der gleichen Insel. Und beim zweiten Mal, als wir diesen Auftrag hatten, hatte es auch gleich Stelle. Also die sind uns vorher nicht aufgefallen. Wir haben nur die Stelle gefunden, keine Hühner.
Okay, Schiffmeister Flex, darf ich kurz fragen, darf ich jetzt diese Insel markiert lassen? Denn da bist du ja ziemlich... Ja, das habe ich ja schon gesagt. Unbedingt diese Insel markiert lassen. Du bist so ein Genie, mein Freund. Mein Captain weiß alles. Er ist sehr gebildet, aber sein Gehör, Leute. Sein Gehör. Was? Okay, komm schon. Ja, du solltest dich mal bei Discord... Nein. Mein Gott. Hör mal zu, mein Freund. Können wir ab, bei dir klingelt's. Wir haben geradeaus eine sehr, sehr kleine Insel und rechts davon eine sehr, sehr große. Die eine heißt Sharktooth Key und die andere heißt Kraken's Fall. Kraken's wahrscheinlich. Also ja. Kraken's Fall finde ich jetzt nicht so prickelnd. Gehen wir mal zum Sharktooth. Das ist wieder ziemlich geradeaus. Kannst du schon mal, kannst du. Genau, was denn? Da, ja, den... Captain. Den Anker ankern. Den Anker ankern? Ja, besser als kein Captain. Dein Dozent von der Captain School, das hören würde, wie du da Kommandos gibst. Man würde davonrennen. Okay, vorderes Segel setzen. Wie bitte? Für diese kurze Fahrt? Okay. Ja, so. Wo hast du die Insel denn schon gesehen? Vorderes Segel gesetzt. Captain. Land in Sicht! Wenn du mir jetzt noch einen kleinen Gefallen tun könntest und nochmal schauen, ob ich auf die richtige Insel draufhalte, das wäre super. Welche soll es nochmal sein? Sharktooth Mega Flex, super krass Insel. Ja, das passt schon. Das passt schon. Nehme ich mir nochmal ein Schlückchen, ne? Nee, warte mal. Achso. Lecker Grog. Okay, und wenn da keine Ställe sind, dann düsen wir gleich zu. Aber was macht das? Ohne Scheiße, wie geil das mit Wasser der See halt auch vorne noch, spritzt. Das ist schon echt geil. Ja, irgendwie bin ich etwas beunruhigt. Wieso denn? Weil es ist das schönste Wetter, aber wir haben ziemlich raue See. Und meistens, wenn wir das bis jetzt hatten, ist dann entweder ein Piratenschiff aufgetaucht, hat sie über den Haufen geschossen, oder wir haben sonst mit einem Tier zu tun gekriegt, das wir irgendwie nicht ganz auf die Kette gekriegt haben. Aber ja. Das ist kein Problem hier. Ich hab das im Griff. Da vorne sind kommen wahrscheinlich die wilden Delfine. Oh mein Gott. Dafür muss ich dich kurz... Säbeln, so. Okay. Entschuldigung! Ja, ich habe das auf der Piratenschule gelernt, auf der Captain School. Und ich muss mal kurz einen Dance machen. Ich sag nur eins. Auf Wiedersehen! Wenn du jetzt vom Boot hüpfst. Das wäre jetzt krank gewesen. Was passiert, wenn du ins Wasser fällst und ich einfach davon segle? Ja, da muss ich halt schwimmen. Ja, aber meinst du nicht auch, dann kommt wahrscheinlich irgendwann so eine Wasserstatue oder so. Auf jeden Fall. Weil du würdest das Boot ja nie einholen. Ich denke schon, Es ist kein Boot, mein Captain. Es ist ein Schiff, ich weiß. Das liegt mir so im... Bei der letzten Aufnahme hast du so einen geilen Begriff genannt. Schapulle. Schapulle, genau. Unsere kleine Schapulle, ja. Vorderes Segel einziehen. Captain. Einholen, eingeben, einnehmen. Oh, das ist ja eine Mini-Insel. Und Anker setzen! Captain von der Segel eingeholt, Anker gesetzt! Oh Mann, ich gehe über Bord! Ich montiere zuerst noch alles hier unten rein. Ja, das ist wieder die tauchenden Schweine. Die tauchenden Schweine sind wieder hier. Ah, Mist. Aber das hat mich eben das letzte Mal etwas überrascht. Ich dachte, sobald du diesen Auftrag annimmst, hat es automatisch überall so ein bisschen. Ich habe da vorne was, das du dir vielleicht mal anschauen solltest. Ein Schwein. Als Captain solltest du das vielleicht als erstes mal sehen. Das blinkende Ding da, siehst du das? Ich bin gerade noch im Fässer plündern. Bleib du mal zurück, ich schau mir das mal an. Weil wenn es mich hier in die ewigen Jagdgründe schießt, ist das nicht so schlimm. Was ist das denn? Was ist das? Was ist es? Schwefelschatulle. Ja, das klingt doch nach einem Auftrag für uns. Ach, die nehmen wir natürlich mit, ne? Keine Ahnung, was die bringt, aber wir nehmen sie mit.
Das wollen wir nicht. Hinten hat es noch Fässer. Ich bring mal die kleine Schwefelschatulle aufs Schiff. Du dat. Stelle hat es. Und hau alles noch in die anderen Fässer, denn hier hat es noch sehr viele Rohstoffe, die wir mitnehmen können. Also Rohstoffe, du weißt schon. Alles klar, mein Junge. Mein Captain, das machen wir. Aber Stelle hat es hier wirklich keine. Dann nehmen wir nachher die größere auf der anderen Seite. Aber hat es nicht beim letzten Mal, als wir noch zurückgefahren sind, hat es da nicht auf der großen Insel auch solche Stelle? Auf dem Außenposten, weißt du? Wo soll ich denn den Schwefel hinschmeißen, Captain? Wo willst du den? Rechts von der Treppe, ne? Ja, in meinem Bett. Nein, nicht in deinem Bett, rechts von der Treppe. Okay, wo ist es denn? Wenn du von oben, okay. Der Treppe. Ja, es gibt ja, ist ja egal. Also gut. Ja, hab ich schon verstanden, aber. Verstanden. Er hat das von verstanden. Der Captain School musst du das schon im Griff haben. Okay, wir gehen nochmal plündern. Jo, ich hab alles. Ich bin jetzt. Meine Taschen sind leer. Ich hab nur die Bananen dabei. Nehmen wir noch alles mit für eine große Fahrt. Oh, diese Stimmung halt wieder. Ich geh mal da auf das Fass da draußen, da hast du sicher was ganz Geiles drin. Da hat es übrigens wieder ein tauchendes Schwein. Ja, es hat 3 Latten drin. Er hat Latte gesagt. Reiß dich together. Reiß yourself together? Yes. Ach, wieso denn? Hier hat es noch Bananas. Geil. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Bin ich schon voll. Ja. Aber ich nehme die Kanonenkugel noch mit. Boah. Bananchen. Latten. Ich bin wieder aufgefüllt. Sehr gut, dann wieder auf. Auf zu neuen Ufern. Wortwörtlich eigentlich. Wie geil das jetzt eben war. Du bist schon ein Gelehrter. Ein Gelernter. Nukulares. Oh Mann. Wir brauchen Stelle. All jene, die Simpsons kennen, Nukulares. Ihr wisst Bescheid. Anker einholen. Mal kurz. Ich muss noch kurz schauen, was ich hier wegschmeißen soll. Ich rüste mal kurz kanonenkugelmäßig auf. Jawohl. Alles klar. Anker lichten! Was macht dir denn bis jetzt am meisten Spaß in diesem Spiel? Am meisten Spaß in diesem Spiel? Jo. Die ganze Grafik, wie es umgesetzt ist, es ist echt geil. Und es macht halt schon Spaß, wenn du da mit dieser Schapnulle, oder wie hast du gesagt? Schapnulle, irgendwie sowas. Diese Schapnulle mit unserem kleinen Rumpf hier, mit unserem Fischkutter, wenn wir da rumdüsen können, das ist schon geil. Das ist wirklich lustig. Kannst und du die Kanonen, mich mit der Kanone wegfeuern. das war der Hammer. Kannst du unten noch die Shark Tooth Valley noch wegklicken? Ja, mach ich mal, Captain. Boah, was für Seegang hier. Ich probiere mal, das mit dem Winkel so ein bisschen besser hinzukriegen. Ich bin halt auch gespannt, wie wir dann noch. Ich meine, wir haben hier unter Deck, haben wir eine Gefängniszelle. Ich bin halt auch gespannt, was da noch alles so auf uns zukommt, ganz ehrlich. Kannst du mal kurz gucken? Ist schon. Da vorne auf der Insel blinkt etwas jetzt ziemlich geradeaus. Was ist denn das? Das sind so Lagerfeuermäßiges. Ah, okay. Dann kannst du die vorderen Segel einholen. Das ist wieder eine richtig große Insel. Ja, ich hoffe, wir finden da Stelle. Und dann gleich in die Nähe des Ankers stehen. Ja, wo den dann Captain. Gleich volle Kanne setzen. Aye, aye, Captain. Wird gemacht. Anker lichten. Wir sind ziemlich schnell. Oh, meine Güte. Tippitoppi. Und über Deck, oder wie? Ja, alles noch weg hier, oder? Zuerst noch alles platzieren, ja. Okay. Und Kugeln habe ich keine. Die Holzbretter. Die Bananen nehmen wir aber mit, oder? Ich nehme mal 2 Bananen mit. Okay. Dann findest du mich. Es könnte schon sein, dass auf dieser großen Insel natürlich auch jemand auf uns wartet. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich hoffe, es wartet auch ein Käfig auf uns. Das wäre schon geil. Weil da waren wirklich direkt beide Hühner. Ja, Schlangen. Oh, Schlange.
Naja, ich komm schon. Ich komm schon, mein Captain. Ich mach die mal alle hier. Machst du Platz? Was ist denn das für eine Seeschlange? Oh, die geht in Deckung. Jetzt hab ich sie erwischt. Jetzt ist sie das letzte Mal in Deckung gegangen. Genau. Okay, soll ich uns ein bisschen leuchten? Das wäre schon geil. Bin ja auch eine Leuchte, ne? Absolut, mein Captain. Oh mein Gott. Wollen wir zusammenbleiben oder trennen wir uns? Ja, ich denke, es wäre noch schlau, solange es noch dunkel ist. Okay, zumindest. Der kleine Angsthase wieder hier. Nee, ich meine nur, dann kann ich leuchten und du kannst hauen. Ja, und was ich auch wichtig finde, wir dürfen auf keinen Fall auffallen hier. Wir müssen uns schön ruhig bewegen hier. Ich wusste es. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Was denn? Ich mache nur Musik. Willst du nicht mehr so durch den Busch kommen? Wie so ein Buschmann? Ich mach doch nur Musik. Da vorne hat's Freunde für dich. Oh yeah! Na komm, Kleiner. Perfekt gemacht. Hervorragend gespielt. Weißt du eigentlich, wo du lang gehst oder gehst du? Nee, ich gehe einfach mal so ein bisschen. Okay. Aber ich habe noch kein Käfig gefunden in diesem Sinne. Boah, schau mal hier runter. Da unten hat es so ein komisches Knochengerüst oder so, ein Skelett. Ich sehe es nicht. Ich möchte nicht wissen, was das mal gewesen ist. Wo? Hier unten. In der Düne drin. Oh, da unten blinkt etwas. Da hat es eine Flaschenpost. Oh, ja. Können wir hier runterspringen? Aber erst gehen wir erst. Oh, hier kommen Leute. Hier kommen Freunde. Der hat Handschuhe an. Was ist das denn für einer? Oh, habe ich beide? Nein. Oh, was ist das? Der ist ein Bananchen. Du kleiner Schaputzel, du! Wer hat doch hier kein Bananchen gegessen hier? Hast du ihn gerade Schaputzel genannt? Sag mal ganz ruhig, kannst du die Geräusche auch hören? Nö. Jetzt sind sie weg. Oh. Das war wieder so wie ein Seeungeheuer. Doch, jetzt habe ich es auch gehört. Jetzt habe ich da auch was gehört. Ganz ehrlich, jetzt kriege ich auch so ein bisschen die Hosen voll. Hast du Bammel? Nein, aber keine Bammel. Doch. Lass mal irgendwie zuerst hier rüber und dann gehen wir sonst runter. Schau mal, wie groß diese Insel ist da unten. Die Fläche, das ist ja geil. Warte mal kurz, ich muss ganz kurz etwas schauen. Ich glaube, da unten hat es irgend sowas wie eine Höhle oder so. Oh, oh. Captain, mein Captain. Darf ich dir mal was zeigen? Nur so, um deinen Mut zu stärken. Wenn du da runter schaust. Da steht jemand. Was? Warte, komm uns nicht. Da ganz hinten. Schön ruhig sein, schön ruhig sein. Aber ich glaube, das ist ein NPC. Bleib da einfach stehen. Wo denn? Da hinten bei dem letzten Felsbrocken, der nach rechts geht. Unten. Hast du gesehen? Oh ja. Ja, ja. Und jetzt geh mal mit dem Fernglas nach links. Und da siehst du so eine Wirbelsäule. Siehst du die? Ja. Und weiter links, da siehst du auch den Kopf noch. Oh. Oh, oh. Ja, das wird ja lustig. Ich glaube, da könnte schon noch sowas passieren. Ja gut, lass mal so erst. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Stallungen suchen. Ja, aber wir haben da unten, verstehst du? Ja, wir schauen jetzt schön, hier noch kurz etwas. Schön gedeckt getarnt halten. Kleines Lagerfeuer, ist egal. Und dann gehen wir hier runter. Hier muss es doch irgendwo solche Stallungen haben. Au. Was machst du denn? Das hat geschmerzt. Captain, du bist jetzt einfach runtergesprungen, oder wie? Oh! Jo. Ja, ich geh mal einfach hinten rum. Weißt du? Hinten rum. Ja, hinten rum, da geht's ganz gut, ne? Okay, dann lass mal da runtergehen. Sieht nicht so aus, als ob es hier tausende von Stallungen hätte. Schade, wir müssen da in diese Fläche runtergehen, ja. Das letzte Mal haben wir sofort welche gefunden. Ja, das ist halt schon so ein bisschen der Scheiß, dass halt das Inventar immer wieder gelöscht wird. Ja, das ist schon. Oh, was ist das denn? Nirgends etwas platzieren. Nichts. Kann. Das ist ein bisschen schade. Oder vielleicht nichts. Verstehen wir es einfach noch nicht. Ich gehe mal hier nach links, da hat es noch Fässer. Und Schlangen. Kanonenkugeln auf Mann. Mein Hähnchen auf Mann. Latten!
Ich nehme mal die zweite Schlange hier hin. Tu es. Oh, die haben mich erwischt! Die haben mich erwischt! Oh, Captain. Oh. Lass erstmal hier hinten rumgehen und danach. Mein Freund, ich sehe gerade gar nichts. Ich kann gerade gar nichts sehen. Ich habe so einen kleinen Schlangenbiss. Jetzt ist wieder alles tippitoppi. Ist ein Bananchen. Kurz ein Bananchen rein. Kurz ein Bananchen rein donnern. Voilà. Alles wieder gut hier. Oh Gott, schau dir mal das Skelett an hier. Ist ja riesig, ne? Was war das wohl? Wow. Und vor allem, was hat das getötet? Das ist mir eigentlich egal, was es getötet hat, aber die Frage ist mir, gibt es davon auch noch Lebende? Hoffentlich nicht. Das hoffe ich auch mal. Lass uns mal hier da vorne... Da liegt überall so komisches Knochenzeugs rum, das ist ja... Oh, Mann. Ja, das ist ein Schiff. Schon so ein bisschen Bammel, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ach komm schon, sei kein Frosch. Doch. Captain, mein Captain? Doch, ich bin ja nicht so gut ausgebildet wie du, so gelehrt wie du. Nix. Nichts drin? Nichts. Gar nichts. Aber Hauptsache die Laternen brennen. Das ist schon wichtig. Und ist dir schon aufgefallen, dass vorne, wo du jeweils stehst, haben sie einen Kopf aufgespießt? Ach, hier hättest noch Munition, aber du hast ja noch nichts weggeballert, oder? Ich habe noch nichts weggeballert. Ich gehe mal hier vorne rum. Keine Stallung. Da hörte ich wieder ein Schwein. Mann. Hier habe ich so ein Sprengfass. Ja, können wir ja wieder mitnehmen. Ich pack mir da vorne mal die Flaschenpost hier. Aber ganz ehrlich, wenn ich das mitnehme, das ist doch so ein bisschen... Oh. Verstehst du? Autsch, jetzt wurde ich auch gebissen. Mist. Autschi bumbautschi. Soll ich uns mal wegjagen? Nee. Nein, sollst du natürlich nicht. Okay, willst du das zuerst kurz aufs Schiff bringen? Die Insel ist schon richtig geil, ne? Ja, vor allem richtig groß. Wir haben jetzt hier mit der Flaschenpost... Wo ist unser Schiff, genau? Weißt du das gerade? Auch wieder eine Insel gefunden. Ich glaube da hinten. Ne? Ja. Das Schwein verfolgt dich. Na gut, das verstehe ich natürlich. Schweine ziehe ich magisch an. Ja, siehst du ja auch an mir. Wie bitte? Ja, sonst will ich ja nicht ein Let's Play mit dir machen. Alles klar. Ich als Schwein. Weiß. Das hat er nicht getan. Das hat er getan. Und zwar sowas von. So, hier hat das Schweine. Das ist ganz schweinische Insel. Aber keine Stelle. Was tun wir denn jetzt? Was laberst denn du? Oh Mann. Ich schände gerade ein Grab. Tu das nicht. Kann man zum Glück nicht. Oh mein Gott, ich hab schon gedacht. Aus Piraten kannst du alles machen. Ich setz das Schießpulverfass wieder ganz vorne hin. Ja. Wo es niemand sehen kann. Kannst du das auch entzünden? Ich glaube, das hast du erst das letzte Mal gemacht. Ja, das ist beim letzten Mal so passiert, ja. Als ich geschwommen bin. War nicht so geil. Mein Captain, übrigens, wir wären wieder so bei 30 Minuten angelangt. Ja, wo bist du? Auf dem Schiff am Abladen. Deshalb denke ich, wäre das eigentlich gar nicht so die dümmste Idee. Wo ist denn eigentlich unser Schiff? Ich komm mal winken. Ich versuch mal. Wo bist du? Mist, wir haben zwar... Ich bin, glaube ich, völlig im Schilf. Ah ja, ich bin total falsch. Na, super geil. Aber lass einfach mal. Haben wir noch etwas Zeit? So ein bisschen? Dann ruder ich auch zu dir rüber. Wir haben immer Zeit, gar kein Problem. Immer Zeit und immer bereit. Wir sind immer bereit! Auf jeden Fall. So. Die Insel ist halt richtig groß und sieht richtig geil aus. Ja, aber keine Stelle. Ja, ich glaube, wir müssen da unten in der Fläche noch, wo der andere rumstand, da müssen wir, glaube ich, schon noch kurz absuchen gehen. Weil da hat es noch ziemlich viel solche Gegenstände, die da rumgestanden sind. Wo bist du denn? Ach, da. Auf dem Schiff.
Soll ich mal eine Kanone abschießen? Nee, ich hab dich gesehen. Ich komme zu dir. Okay. Ich schau mal, ob du auf dem richtigen Weg bist. Das müsste ich eigentlich schon, ja. Oh Mann. Ich hol dich ab. Wo bist du denn? Ich komme auf dem Seeweg. Wie bitte? Du kommst... Ach, da kommt ein Rayman angerudert. Natürlich. Wie geil ist das denn jetzt wieder? Mein Captain, das sieht aber nicht aus, als wärst du auf der Captain School gewesen. Ja. Das sieht eher so aus, als wärst du auf der Schotterkiste gelandet. Mann. Kann mir besser mal helfen hier. Ach was, ich spring mal von oben runter. Kann ich das? Yes. Haben wir denn hier noch... Oh. Attacke! Ich bin über Bord beim kleinen Bildchen. Oh, und ich bin ganz bis zum Grund runter. Wow, das ist ja geil. Ich habe hier auch nochmal ein Schiff auch von unten. Das nehme ich mal. Wie schaut denn unser Schiff von unten aus? Boah, ja, wie ein Schiff. Oh! Das ist ja richtig geil. Ich habe also auch nochmal ein Pulverfass mitgenommen hier. Ach so, sehr geil. Dann könnten wir eigentlich. Was ich noch gesehen habe übrigens, diese Pulverfässer, die können wir einsetzen, wenn wir gegnerische Schiffe entern wollen. Ja, das klingt. Wir nehmen das in die Hand, gehen rüber, gehen rüber, zünden es, lassen es fallen und sprinten wieder raus. Das ist für mich sinnvoll, ja. Captain, ich würde sagen, an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause. Mhm. Er legt sich auch mal nieder. Ich würde sagen, an dieser Stelle, Leute, eine nächste große Insel steht noch an, die wir noch ein bisschen erforschen müssen. Ich hoffe, es macht immer noch so viel Spaß wie zu Beginn, also für mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir wissen jetzt, wo die Hühner sind. Wir suchen nur noch diese komischen Ställe, damit wir die fangen können. Und das sollte für uns machbar sein. Ich melde mich in diesem Sinne ab und sage Tschüss und Ciao aus der Welt von Gugikon. Ja, wahrscheinlich schaffen wir das mit den Hühnern noch 5 Minuten, bevor die Zeit abläuft. Ja. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Bis dahin, tüdelü, meine Freunde. Tüdelü.